Hallihallo, willkommen zu einer neuen Filmkritik, diesmal mit Thor Ragnarok. Ja, endlich ist der Film in den Kinos und ja, ich habe mir jetzt den dritten Teil der Thor-Reihe angeguckt und weiß nicht, der, ich glaube, 17. Film des MCUs. Und ja, zur Vorwarnung, es wird hier jetzt Spoiler folgen. Ich denke mal, es gibt genug Kritiker, die das nicht machen. Die kann man sich dann ruhig angucken, sind eigentlich alle recht gleich. Und ich würde auch sagen, überwiegend würde ich die Meinung so auch teilen. Manche machen den Film aber richtig nieder, das ist Quatsch. Aber ja, Vorwarnung, Spoiler gibt es hier. Ja. Ich gehe jetzt praktisch so die Figuren durch, die hier jetzt so wichtig sind. Und ja, weil die Handlung, finde ich, muss man jetzt nicht wirklich erzählen. Das ist jetzt alles sehr gut in den Trailers eigentlich gezeigt. Jetzt so, wir haben halt Thor mit Loki, Hulk und so weiter, Buddy Movie. Und es gibt halt dieses Ragnarok und Hela, die halt Asgard erobert und man möchte halt Asgard dann auch zerstören und so weiter und so fort. Und Thor muss es halt sie besiegen oder es verhindern und so weiter und so fort. Ja, das ist eigentlich im Großen und Ganzen, um was es hier jetzt geht. Aber ja, gehen wir halt mal die Figuren durch. Als erstes, ja, nehme ich mal Surtur. Das ist ja praktisch so, ja, der Höllendämon oder wie man das bezeichnen soll. Der kommt schon am Anfang ja vor. Wirkte zuerst sehr klein, da war ich zuerst so enttäuscht irgendwie, weil Thor hang dann ja darunter, hat zuerst ja erzählt, was alles passiert ist, was ich irgendwie gut und sch so mittelmäßig fand, weil er hat dann ja halt erzählt, den Kampf gegen Ultron und dann halt ins Weltall eben nach Infinity Stones gesucht, aber nichts gefunden und so weiter und jetzt ist er im Großen und Ganzen jetzt hier gelandet. Und ja, da saß Surtur dann halt auf seinen Thron und hat halt gelabert. Die haben beide gelabert hier und da, wegen Ragnarok und dass es halt notwendig ist hier und da. Und dann kam Surtur halt dann auf Thor zu. Man hat Surtur genau vor ihm gesehen und da war halt ja der Kopf größer als Thor selber. Und das fand ich dann gut. Ja, das war eine schöne Größe. Und dann haben sie sogar noch darüber geredet, dass er noch größer wird und so weiter. Eigentlich schon so. Ja, man hat sofort bemerkt, oh, der kommt am Ende nochmal wieder. Und der war so, vom Aussehen hat er mir sehr gut gefallen, mit seinen Hörnern hier und alles so, ja, rotflammig und so weiter. Nur, das war mir dann ein bisschen am Anfang zu humorvoll. Ich hätte mir gewünscht, dass Soto da wirklich so konstant ein ernster, düsterer Charakter war und der war halt so, ja, der könnte sogar ein Sympathieträger für manche sein, wenn man so grimmige, aber doch nicht so böse Leute steht. Und dann gab es natürlich erstmal Kampf und Prügelei und hier und so, hat sehr an Thor 1 erinnert, gegen die Eisriesen, wo dann ja auch ein Riesen-Eismonster kam und so weiter, das gab es jetzt hier ja auch. Hat trotzdem eigentlich Spaß gemacht und so weiter. Ich fand auch das, wo der Titel dann kam, sehr gut, wo dann hier Scourge ihn Thor wieder geholt hat und dann das Zeichen auf dem Boden lag und dann da Thor, Tag der Entscheidung, aber ich hasse diesen Titel, stand, das war sehr cool. Und ja, dann ging es schon nach Asgard, wo wir dann schon Scourge, den Executioner, sehen, der irgendwie, weil Heimdall jetzt ja geflüchtet ist, der wurde irgendwie wegen Hochverrat angeklagt und ist dann halt geflüchtet. Und da ist jetzt Scourge halt der Wächter der Brücke. Und da trifft Thor dann auch das erste Mal auf ihn. Und er geht dann sofort ja schon zu Odin. Und jeder, der Thor 2 ja gesehen hat, weiß, dass Odin ja nicht mehr Asgard regiert, sag ich mal so. Und wir sehen dann einfach Odin seinen Bademantel mehr oder weniger. Und dann halt ein Theaterstück angucken, wo dann auch eine Anspielung gemacht wurde, dass Loki Thor schon mal einen Frosch verwandelt hat, was sehr amüsant war. Aber ja, so Thor hat auch schon ja gesagt, dass Odin nicht mehr in Asgard ist. Und Thor findet dann natürlich heraus, dass Loki Odin verkörpert jetzt hier. Und es stellt sich dann halt auch aus, dass Odin halt auf der Erde ist und die beiden machen sich dann auf den Weg zur Erde und treffen dann auch schon auf Doctor Strange.
Was auch amüsant war, ist viel zu Bruch gegangen. Dr. Strange hat Loki gezeigt, dass er der bessere Magier, der bessere der Künstler der Zauberei ist. Und ja, dann haben sie auch schon Odin ja gefunden. Und dann wurde es für mich ein bisschen kritisch. Bis dahin fand ich eigentlich alles ganz gut und witzig, war eigentlich ganz okay. Nur dann ja, kam Odin, der hat halt so eine Landschaft besichtigt und so weiter und so fort. Und erzählt dann Loki und Thor halt, dass sie kommen wird, der sie nicht mehr aufhalten kann, und spricht dann halt von Hela. Und sie fragen sich natürlich, wer ist das denn? Keiner weiß was von der. Und es stellt sich dann heraus, dass die einfach mal so die Schwester ist. Ja, die, keiner weiß, wusste ihr was davon, außer Odin selbst irgendwie. Und ja, die hat er jetzt schon seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden gefühlt, ja, irgendwie eingesperrt. Und dann, ja, sagt er halt, ich werde jetzt leider langsam sterben und so, ich kann sie nicht mehr aufhalten, und dann verblasst er einfach. Und das fand ich halt irgendwie so schwach. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass zum Beispiel Surtur ihn umgebracht hätte oder so, irgendwie sowas Episches. Das war halt eher so leicht harmonisch, aber nichts Spektakuläres. Und dann kam auch schon Hela und wollte dann sofort, dass Loki und Thor sich ihr untergeben sind, und zerstört dann ja auch schon schnell den Hammer. Und dann geht's nach Asgard zurück, wo Hela sie dann ja auch verfolgt. Loki wird dann weggeschossen, Thor wird auch noch weggehauen, und sie landet in Asgard, wo sie dann auf Fullstark, Hogan und Fandral trifft, die dann einfach ganz schnell abgestochen werden, was ich auch doof fand. Irgendwie, das war einfach so zu schnell irgendwie. Also dafür, dass das eigentlich so in Thor ja eigentlich sehr gute Freunde und so weiter sind, einfach weg. Und Sif war nicht da. Ne? Also na gut, Hogan wurde gar nicht da, aber der wird auch noch irgendwie so einfach der hatte ein bisschen heftigeren Auftritt so mit einer großen Armee, aber der wurde dann auch halt schnell abgestochen und so weiter. Und Sif war gar nicht da irgendwie, so ich weiß nicht was, das ist auch so ein fehlendes Loch jetzt in den Film irgendwie. Keiner weiß, was mit der ist. Genauso wie Jane Foster, da wird auch nur ganz kurz erklärt, ja, Jane hat mich abserviert und jetzt sind wir nicht mehr zusammen und so weiter. Man weiß nicht, wie, wann, warum irgendwie. Ich finde es natürlich gut, weil ich Jane Foster in diesem Film gar nicht mochte. Ich mag Natalie Portman nicht. Und mag lieber Jane Foster in den Comics und so weiter. Also bin ich darüber nicht traurig, aber wie es halt gemacht wurde, fand ich doof. Aber naja, so ist das. Und ja, Hela übernimmt dann ja halt schon Asgard. Was Gute ist, man bemerkt sehr gut so mit Heimdall und so weiter, der hat so eine Fluchtgruppe, also wir haben hier richtige Flüchtlinge und so weiter. Hela zeigt schon stark ihre Macht. Hela sieht auch hier sehr cool aus, aber das mit dieser Schwester-Thematik, das, weil wenn das jetzt weg wäre, wäre es eigentlich nicht anders irgendwie. Also es wird nicht große Hehl aufgemacht, dass sie irgendwie Anspruch auf den Thron hätte. Es wird wohl so gesagt oder so, aber es ist halt nicht wichtig, weil sie sowieso bekämpft wird. Und ja, dann kommt natürlich das alles so mit Thor, dass er auf Hulk später trifft. Den Grandmaster haben wir dann da ja auch, den ich so für den Herrscher von dem Planeten und als Arenaleiter sehr cool fand eigentlich so. Aber als Grandmaster selber, also wenn man von den Comics ausgeht, ist er sehr hinter den Collector hinterher. Also den Collector finde ich sehr cool, und der ist irgendwie so, also für den Grandmaster sehr albern irgendwie. Also den nehme ich nicht wirklich ernst als den Grandmaster. Aber für die Rolle als Herrscher des Planeten fand ich das eigentlich ganz gut. Der wurde dann halt auch ein bisschen so auf, tundenmäßig gemacht, ne? Also, mit hoher Stimme und quietschige Partymusik und so weiter und so fort. Und das passte schon so, finde ich. Also das hat mir schon so gefallen, aber für den Grandmaster halt eigentlich nicht. Scourge hatten wir dann ja auch. Der ist dann halt so, ja, mal böse, mal gut irgendwie. Weiß nicht so, ob das mit Hela was wirklich Gutes ist. Ne? Will sich aber auch nicht ihr widersetzen, weil sie ja so böse ist. Und ja, Hulk hatten wir dann ja auch. Da gibt es dann halt einen coolen Kampf. Ganz witzig so. Auch gut ausgewogen mit Bruce Banner und Hulk. Und wie gesagt, beides kam gut beides vor. Und ja, wir haben dann halt auch ein bisschen so eine knappe Erklärung, wie er da jetzt hingekommen ist, was ich auch nicht so gut fand, weil es wird einfach erzählt, ja, er ist mit den Jet halt irgendwo, also ins Weltall anscheinend irgendwie geflogen. Ich weiß gar nicht, ob diese Dinger eigentlich geeignet sind, ganz in den Weltall zu fliegen eigentlich, aber hier anscheinend schon.
Und ist dann irgendwann auf diesem Planeten gelandet. Und ist ja so seit 2 Jahren jetzt schon Hulk und ist halt jetzt Champion dieser Arena. Ja, gut. Dann haben wir dann ja auch, treffen wir auch Meek, der aber sehr kurz kommt. Der ist gar nicht wichtig. Also da hat er den Planet halt eine größere Rolle. Und Korg. Aber der ist. Manche sagen von wegen, er ist so eine Art Version von Groot, aber ich mag den gar nicht. Also, weil ich stelle mir eigentlich Korg in den Comics eigentlich so als mit so einer tiefen Stimme, jetzt wohl nett, aber trotzdem halt ein harter Brocken. Aber hier war da so eine Quietsch-Version. Hohe Stimme, ja, sehr zerbrechlich und weich und hier und da. Und das gefiel mir gar nicht irgendwie. Aber naja, ist halt jetzt so. Die stärksten Sachen sind natürlich Loki. Loki hat ja auch eine gute Entwicklung, sage ich mal so. Es wird aber auch darauf eingegangen, dass die sich halt die ganze Zeit Thor und Loki sich in den Kreis drehen und dass immer so Thor will ihm vertrauen, Loki verarscht ihn aber und aber dann wird er aber doch irgendwie wieder fertig gemacht und immer und immer und immer und immer wieder. Dann gibt es auch noch ein paar lustige Sachen, da Loki und Hulk auch aufeinander treffen und Loki eigentlich sofort, mein Gott, lass mich hier raus, ich muss hier weg und so weiter. Das sind dann auch witzige Momente. Es gibt halt dann aber auch Witzmomente, die dann ein bisschen überflüssig sind. Es gibt dann auch einen Witz über ein Portal, dass das irgendwie dann, das wird irgendwie Anus genannt. Das ist irgendwie witzig, aber nur für einen Bruchteil eines Moments, aber dann ist es auch schon so, nee, dann übertreiben die es auch schon ein bisschen und es ist halt auch irgendwie so albern. Das ist eigentlich eine ernste Sache jetzt hier wegen Flucht und so weiter. Und dann nennen sie es irgendwie Anus und ja, das macht dann, ist dann ein bisschen übertrieben. Und dann haben wir am Ende, Thor hat dann auch eine Entwicklung und sieht dann halt, dass Ragnarok ja nötig ist für Asgard und dass Asgard, das wurde dann auch echt über irgendwie x-mal wiederholt. Thor sagt sogar, was habe ich denn jetzt hier getan? Und Heimdall muss es ihm nochmal sagen, denn es wird die ganze Zeit gesagt, Asgard ist keine Welt, es sind halt die Menschen, die Leute, die dann halt da leben. Und ja, das ist wohl gut und so weiter. Schön, das finde ich auch sehr gut. Da hat dann halt auch Sote dann den Asgard zerstört und so weiter. Hela wurde dann, hatte wohl einen coolen Kampf mit Thor. Es gab auch coole Kämpfe, aber die wurde dann Sote mit dem Schwert einfach nur so ähnlich wie Malekith durch sein eigenes Raumschiff, einfach so durchstochen und dann war so, ja gut, jetzt ist er weg. Leider ist damit eigentlich, also ich, na gut, könnte natürlich auch irgendwie sein, dass sie das rumdrehen, dass sie doch nicht tot ist. Aber wenn sie jetzt tot ist, dann ist das halt natürlich auch die Fantheorie mit, dass Hela Lady Death ist, leider jetzt verpufft und muss man gucken, ob da jetzt überhaupt was kommt und wie. Und ja, dann haben wir halt am Ende, dass alle so auf dem Fluchtschiff sind, alle sind halt gut, weil diese Walküre hatten wir da ja auch schon, aber die hat mir auch gar nicht gefallen, irgendwie die war so eine Besoffene, die ein Eid nicht eingehalten hat und Asgard den Rücken gekehrt hat und dann irgendwie aber doch nur gut war und man hat es natürlich von Anfang an bemerkt, irgendwie, da ja, die war ja halt ein bisschen zentraler und so weiter. Und da hat mir dann aber auch nicht so gefallen. Und dann gab es halt die Mid-Credit-Scene, wo Loki, Thor und so weiter, Hulk, alle im Schiff sind. Und Loki meint dann halt, ja, weil die wollen ja halt auf die Erde, wie wäre das denn so gut für mich? Und dann sehen wir halt ein riesiges Raumschiff, was dann halt wahrscheinlich, also eigentlich zu 90%, sag ich mal so, wahrscheinlich so ein großes Schiff ist von Thanos, wo vielleicht sogar Thanos drin ist. Und dann haben wir dann halt noch die End-Credits-Scene, wo wir dann halt den Grandmaster sehen, was dann halt okay, ganz witzig war. So, er meint dann halt so, ja gut, alles Gleichstand und alles schön und gut und hat aber halt nicht viel gebracht für den Rest. Na, also ist jetzt nichts Wichtiges für das Marvel Cinematic Universe. Ja, also im Großen und Ganzen hat es mir gefallen. Ist ganz klar der beste Thor-Film. Das kommt aber halt wegen Loki macht Spaß, Hulk macht Spaß. Dann haben wir auch aber leider Probleme mit dem Greenscreen. Das haben wir auch. Es gibt ja auch sehr viele Probleme mit. Was ich sehr enttäuschend finde, da wir sind, keine Ahnung, 17. MCU-Film. Das Geld sollte eigentlich da sein, finde ich. Und ist aber links nicht der beste MCU-Film. Das muss man mal sagen. Macht Spaß. Ist trotzdem, meine Erwartungen waren aber auch ein bisschen höher, denn Ragnarok, also alles ist eigentlich eingetroffen, was ich erwartet habe, aber wie es eingetroffen ist, so mit Odins Tod und so weiter, so zu lasch und eigentlich nur Soto. Soto war eigentlich so, wie ich das erwartet habe. Das war so 100% so, wie ich es haben wollte. Aber trotzdem macht es halt im Großen und Ganzen wirklich Spaß. Am meisten natürlich, wenn man Marvel-Fan ist und Thor-Fan sowieso, ne? Aber alle anderen, die könnten vielleicht ein bisschen mehr Probleme damit haben. Aber ja, das war's.
mit Thor Ragnarok. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Thor 3 fandet und wie ihr die anderen zwei auch fandet und auch im Vergleich dann. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.